Ein paar Jugendliche aus Hannover sind mit dem Bus angekommen, mit vielen Bussen, und wurden gleich in Gewahrsam genommen, weil sie ein Schild dabei hatten, auf dem dran stand: Danke JPG, danke JPG, danke PKK. Und ich sage auch danke PKK dafür, dass ihr die Jesiden gerettet habt vor dem Völkermord von Daesh, den sie versucht haben. Ich sage danke PKK, dass ihr eine Bewegung gebildet habt über 40 Jahre, die so viel Inspiration gegeben hat an die Menschen, die den demokratischen Konföderalismus entstehen hat lassen und eine demokratische Perspektive für den Nahen Osten ermöglicht. Ich sage, wir sind alle solidarisch gegen das Verbot der PKK und sind auch heute hier und machen das deutlich.